Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, wir sind in Frankreich, genau. In Frankreich habe ich gestern die Islandpferde, die T3er, die beiden. Hengst und Stute hatte ich mir ja gezüchtet, hier Dreamy und ich glaube VK heißt das andere. Habe ich hier rüber geschoben von Amerika nach Frankreich und habe hier auch schon gezüchtet. Es ist aber nichts geworden. Leider, leider. Ich muss mal eben gucken, wie viel Platz haben wir denn in der Oase? Hallo? Nicht viel Platz. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir sie so. Ihn. Starten eine neue Zucht. Wenn es zu Ende geladen hat, machen wir wie immer nochmal eben ein Schlückchen Kaffee vorweg. So. Okay, so. Wir starten mit der Stute. Wenn ich sie dann finde, da, die Dreamy. Wo ist er denn? Da, da ist unser VK. Das ist so süß, guckt euch das an. Ist es nicht knuffig? Oh, ich finde das so schön. 44.267 und wir haben eine Chance von 12%. Das ist nicht viel. Hoffen wir einfach mal das Beste. Yes! Oh mein Gott! Das hat funktioniert. Oh yes. Oh yes, oh yes. Isländer Stufe T4. Stufe T4, ja wahrscheinlich. Stufe 4. In 17 Stunden 38. Wunderbar. Wir bitten nicht um Hilfe, das lassen wir so durchlaufen. Aber wir sammeln nochmal eben hier die Weide ab. Und ich glaube, wir können auch gleich noch mal ein paar Äpfel einsammeln und ein paar Apfelkekse noch herstellen. Apfelkekse gehen immer. So, das. Aber ich glaube, wir müssen erst die Äpfel einsammeln. Sonst haben wir gleich keine. Ach, die Scheune ist voll. Okay. So, wie viele Apfelkekse können wir? Nein, wir können nur einen Apfelkeks. Aha, dafür können wir die Äpfel jetzt trotzdem alle einsammeln. Sehr schön. Gut. Können wir denn wenigstens noch ein? 8 Äpfel braucht der Apfelkeks. Das ist viel, ne? Vielleicht sollten wir lieber Honigkekse machen. Die brauchen nur 4. Ja, das war klar. Jetzt haben wir keinen Apfel mehr. Okay, aber die Honigtöpfe sammeln wir noch ein. Ach, die Scheune ist voll. Ja, ist ja gut. Dann gucken wir mal eben, was wir da verkaufen können. Ob wir was verkaufen? Ja klar, Apfelkekse natürlich. Na, so viel können wir gar nicht. Oh, Müsli haben wir 53 Stück. Also Müsli brauche ich demnächst erstmal nicht herstellen. Und Honigtöpfe haben wir auch hoffenweise. Okay. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, okay. Dann lassen wir den ein. So, die neuen T4-Pferde laufen noch 24 Tage. Aber ich würde gerne hier noch ein paar von den Pferdchen trainieren schicken. War da irgendwas bei? Nee, ne? Was irgendwie eine Stufe aufgestiegen ist? Nee. Das heißt, die können wir alle zum Training schicken. Jetzt will ich mal eben gucken. Lucky Charm ist Stufe 9 erst. Nori haben wir ja erst. Die ist noch sehr frisch. Sintoras müsste dann demnächst 1800, 2003. Ja, könnte klappen. Demnächst dann Stufe 12 wäre, dann können wir wieder am, an dem Rad drehen. Mailun habe ich rausgestellt. Die ist natürlich noch nicht so weit. Und Bayala, Stufe 3.
Und Storm. Storm ist auch Stufe 11, aber das wird nicht ganz reichen. Die werde ich zweimal zum Trainieren schicken müssen. Das war noch über 600, meine ich eben. So. Dann können wir gleich auch noch mal eben nach Post gucken. Und in der Oase auch noch ein paar zum Trainieren schicken und eventuell auch welche verkaufen. Ich muss gleich mal gucken. So. Was haben wir denn an Post? An Post haben wir Werbung. Ja, das war ja klar. Möchte ich aber nicht. Stallburschengeld. 9300 Münzen. Das geht doch. Kitty war da. Anne war da. Wounded Bounty war da. Bunny. Alles klar. Vielen Dank. So, was haben wir? Event. Fantasiezucht-Event. Okay, ja, nee, das brauchen wir ja nicht. Und die Chance, Rezepturenabschnitte sind um 50% erhöht. Okay, ja, die brauchen wir ja nicht. Oder hat sich da was geändert? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist immer noch das Gleiche. Ja. Okay. Das ist noch so geblieben. Ab in die Oase, habe ich gesagt. Wir wollen gucken, ob wir noch was trainieren können. So. Da wollen wir noch mal gucken. Spirit haben wir hier gleich als erstes. Stufe 9. Oha. Wie viel fehlt dir denn noch? Okay. Beim nächsten Mal können wir sie verkaufen. Ach nee, wir können die ja noch nicht verkaufen. Weil mein Töchterchen die ja noch braucht. Jetzt hätte ich das fast vergessen. So, wen haben wir denn noch? Hier ist noch ein VK. Auch noch nicht so weit. Da fehlt aber noch ein ganzes Stück. Das heißt, die müssen wir doch zweimal zum Trainieren schicken. Da. Das könnte eigentlich schon reichen, wenn wir sie zum Training geschickt haben. Können wir beim nächsten Mal welche verkaufen. So, Falissa. Falissa war, glaube ich, das KPWM. Genau, das können wir auch trainieren. Die können wir demnächst auch verkaufen, weil wir da ja Stufe 4 schon haben. So, hier ist noch ein Dillion Derby. Da, so ein paar sind ja. Oh, den können wir verkaufen. Der hat Stufe 10. Sehr schön, dafür gibt es 30 Diamanten. Ja, wunderbar, dankeschön. Die nehme ich doch gerne mit. So, wo waren wir denn? Da waren wir. Da ist noch einer. Ja, er ist Stufe 9, okay. So. Millie ist auch noch da. Millie ist auch erst Stufe 8. Ist das Stufe 2? Ja. Also Stufe 1 und Stufe 2 und so, das ist nicht so meine Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Da ist der KPWN-Hengst. Auch der kann zum Trainieren. Ich glaube, dann sind wir auch schon bald durch, oder? Ah ne, ist Fjordi noch. Bella ist schon Stufe 10, die können wir so lassen. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob sie Stute oder Hengst brauchte. Mein Töchterchen. Da müssen wir ja noch mal gucken. Weil dann kann ich ja zumindest schon mal eins verkaufen dann. Bis sie dann selber den Partner zu ihrem Dankbarkeitspferd hat. Ist das Missouri Foxtrotter? Ja. Den können wir verkaufen, weil den haben wir auch in Stufe 4. Huch, nee, verkaufen wollte ich den. Da gibt es auch wieder 30 Diamanten. Ja, guck mal, dann sind wir schon bei 60. So langsam läppert sich das, ne? So, wie weit sind wir denn? Was brauchen wir denn noch hier? So viele können das doch eigentlich nicht mehr sein, oder? Der Fjordi-Hengst. Ich glaube, der fehlt uns noch. Den müssen wir noch zum Trainieren schicken. Oder auch nicht.
War der schon Stufe 10? Haben wir den schon fertig? Das war doch Ted, oder nicht? Das war VK. Da, guck mal. Mann, ich doch. Der ist nämlich auch schon Stufe 10. Ja, sehr schön. Dann können wir den nämlich auch verkaufen für 38 Diamanten. Ja, sehr schön. Guck mal, das waren mal eben fast 100 Diamanten, die wir mal eben so einfach nur durchs Leveln der Pferde gekriegt haben. Also es lohnt sich wirklich, Leute. Wenn ihr sowas habt, könnt ihr das ruhig die Fehlkäufe bis auf Stufe, bis auf Level 10 hoch trainieren und dann verkaufen. So, dann sind wir hier eigentlich so weit. Die Äpfel sind schon wieder fertig. Also können wir wahrscheinlich wieder. Ja, Schwein ist voll. Okay. Dann huschen wir. Hä, sollten die nicht zurückgesetzt werden? Ach, die sind schon zurückgesetzt. Oh, okay. Alles klar. Achso, wir waren da doch schon richtig. So, wir waren eben in Frankreich. Dann gehen wir jetzt nach Deutschland. Da können wir nämlich nochmal eben nach den Minen gucken. Oh, da ist auch eine Zucht fertig. Sehr schön. Was haben wir hier in den Minen? Einmal Münzen. 4000 Münzen haben wir gekriegt. Und hier gibt es Diamanten. 20 Stück. Ja, wunderbar. Guck mal, sind wir schon wieder bei 1400, ne? Ich glaube, wir machen aber trotzdem die roten. Okay. Jetzt musste ich hier mal eben Cut machen, weil das Telefon geklingelt hat. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept hier. Wo waren wir denn jetzt eben stehen geblieben? Achso, wegen der Zucht. Okay, die Minen haben wir angestellt. Was haben wir denn hier überhaupt gezüchtet? Wieso haben wir hier denn... Ach, das Dankbarkeitspferd. Genau, das muss ich noch trainieren. Das war das, was wir geschenkt gekriegt haben, ne? Erstmal eben gucken, was wir hier in der Oase an Platz haben. 45 von 55. Okay, das geht ja. Dann können wir eigentlich das Dankbarkeitspferd in die Oase stellen. Haben wir da schon VK von gemacht? Ja. Da. Ah, ich glaube, das ist das Champ Derby, ne? Oh mein Gott! Das ist so schön. Das machen wir auch gleich groß. Was hat sie denn? Angel. Angel ist ein guter Name. Das können wir so lassen. Finde ich gut. Oh. Ist auch als kleines Fohlen voll süß. Ja, das möchte nicht so. Was ist hier los? Aha. So, das geht doch. Stufe 2. Ah, Äpfel. Oh nö. Ne, Moment. Uno Momento. Da müssen wir nochmal eben ganz schnell irgendwas verkaufen hier aus der Scheune. Damit die Äpfel, das können wir verkaufen. Und. Oh, 119 Mais, ne? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Wir verkaufen da mal so ein paar von. Machen wir mal 13, dann haben wir wieder eine runde Zahl. So, jetzt könnten wir eigentlich dann auch die Äpfel eben einmal abernten, damit wir genügend Äpfel für unser Foli haben, für unsere Angel. Oh yes, das hat geklappt, sehr schön. So, neue Äpfel anbauen. Na, er will nicht. So, wieder zurück nach Deutschland. Einmal die Äpfel verfüttern. da. Jetzt müssten wir auch genügend haben. Und reicht das schon? Ich glaube nicht, ne? Ne, Stufe 4. Was möchte sie denn dann als nächstes nochmal ausmisten? Dabei haben wir gerade ausgemistet, ne? So in so kurzer Zeit wird es ja eigentlich nicht, noch nicht wieder dreckig hier. So, jetzt aber. Ich bin gespannt. Ich mag die so gerne allein. Die sehen so schön aus. Oh. Oh mein Gott.
Wunderschön. Oh, guckt euch das an. Ist das nicht schön? Oh, braune Augen. Okay. Ja, passt. Oh, ist die schön. Die ist echt mega schön. Obwohl sie hier noch ein bisschen bräunlicher aussieht. Hier sieht sie richtig schwarz aus. Ne? Oh, ich finde die so mega schön. Oh, die müssen wir auf jeden Fall... Was hat die denn für Werte? Ja, kann man mitarbeiten? Sehr schön. Die schicken wir auf jeden Fall schon mal trainieren. Würde ich mal sagen. Weil die würde ich dann doch irgendwann gerne verbessern, die Werte. So. Nein, jetzt habe ich, hab ich das Falsche dahin geschickt. Huch. Okay, ist auch nicht schlimm. Kann auch zum Trainieren geschickt werden. Und die Weide müssen wir nochmal eben abklappern hier. So. Jawohl, ja. So. Guck mal, dann haben wir das auch. Was haben wir hier? Können wir noch... Wir können hier nicht viel einsammeln, weil... Kein Platz in der Scheune, ne? Egal. Dann haben wir hier aber jetzt auch nichts aktuell mehr zum Züchten, ne? Doch, den Westfalen. Ach je, den hätte ich jetzt ja fast vergessen. Okay, dann probieren wir es mal. Mal sehen, was da so bei rauskommt. Jawohl, so. Ah, Westfale, der Argo. Stimmt, den Argo hatte ich gehabt und die Stute habe ich noch nachgezüchtet. Da. Schicke Farbe, nur wieder mit Zöpfen, ne? 13%, das habe ich, das sehe ich. Das habe ich letztes erste Mal gesehen, dass man das hier oben gleich angezeigt bekommt, wie viel Prozent man da eine Chance drauf hat. 49.600 müssen wir bezahlen. Und dann gucken wir mal. So. Na, das wird, glaube ich, nichts. Nee. Nicht schlimm. Dafür hat das ja mit dem Isländer schon mal geklappt heute Morgen. Das ist doch auch schon mal was. Okay, dann können wir hier nicht weiter einsammeln, denn huschen wir nach Großbritannien. Und auch da ist eine Zucht... Ach, der Bad Johnny. Uiuiuiui. Da haben wir schon so viele VKs. Da, den verkaufen wir so. Starten noch eine neue Zucht. Aber wir gehen gleich nochmal eben in die Oase. Ich würde gerne nochmal eben ein paar zur... zum Training schicken. So, hier haben wir irgendwo ein VK. Da. Da haben wir mehrere VK, ne? Und hier haben wir Shell. Da ist sie. So. Wieder mal 9%, 53.000. Ich glaube, hier mache ich auch bald mal so eine Zuchtpause. Und... Yes, und den Bad Johnny, den wir schon so Ewigkeiten züchten. Oh Gott, das ist ja mega. Ich freue mich, ich freue mich, freue mich. Yes, nee, da bitten wir nicht um Hilfe. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass wir das endlich geschafft haben. Yes. Oh, es ist so schön. Oh. Zwei Zuchten, die klappen am frühen Morgen. Ist das nicht schön? Eine frohe Nachricht nach der anderen heute. Es ging heute Morgen schon gleich nach dem Aufwachen los, dass ich per E-Mail Bescheid bekommen habe. Und zwar habe ich für das Spiel Story of Seasons, Friends of Mineral Town, habe ich einen Code zugeschickt bekommen für die Steam-Version, die ich dann ab morgen zeigen werde. Und ja, damit ging das schon los, dass ich da einen Key zugeschickt bekommen habe, wo ich nicht wirklich mit gerechnet habe. Klar, ich habe sie angeschrieben und gefragt, ob sie mir einen zur Verfügung stellen würden, Code, damit ich ein Let's Play machen kann.
Hatte aber wirklich nicht damit gerechnet, dass sie zurückschreiben und mir auch wirklich einen Code schicken. Aber sie haben es trotzdem getan. Deswegen freue ich mich da umso mehr, weil mein Kanal ja doch noch nicht so groß ist. Ja, und dann rief eben von Augenblick meine Chefin an und sagte, ich habe spontan heute Nachmittag frei, weil ich so viele Überstunden habe. Ja. Ich sage ja, eine frohe Botschaft nach der anderen. Dafür war es gestern nicht so toll. Ich musste gestern nämlich mit meinem Hund zum Tierarzt und der hat schon seit etwas längerer Zeit Probleme mit seiner Pfote. Der dreht die immer nach außen beim Laufen und dementsprechend hat sich das jetzt, ja, hat sich da eine Fehlstellung gebildet, die zwischen den Zehen eine extreme Entzündung hervorruft. Und da sind wir leider noch nicht wirklich her mit geworden. Trotz ich ihm immer und immer wieder den Fuß gebadet habe in Bädern für seine Entzündung und so weiter. Und ja, da waren wir gestern dann nochmal wieder zum Tierarzt und da brauchte ich mal wieder ein paar Tabletten, Antibiotikum und so weiter. Und ja, da musste ich mal eben 180 Euro bezahlen. Ist natürlich kein Pappenstiel, aber man möchte natürlich ja auch, dass es seinen Tieren einigermaßen gut geht. Man hängt da ja auch echt dran, ne? Gerade ich mit meinem Hund, da hänge ich wirklich extrem dran, ne? Und ja, dann ist es halt so, ne? Da muss man dann auch mal einen sauren Apfel beißen. Das weiß man aber ja vorher, wenn man sich ein Tier kauft, dass es auch viel Geld kosten kann. Bei unseren war das jetzt leider so, dass er von Anfang an recht viel krank gewesen ist und ja, hat uns schon so einige Cents gekostet, aber ist halt so. So, aber jetzt weiter im Text hier. Wir wollen hier nochmal eben gucken, was wir gezüchtet haben. Irisches Sportfett, was nicht geklappt hat. Okay, das würde ich jetzt aber verkaufen. Oder? Ja. Lieber nochmal gucken, bevor da nochmal sowas passiert wie in der letzten Folge fast, dass wir fast das T4er Fjordi verkauft hätten. Das wäre natürlich nicht so schön. So, nun lad mal ein bisschen schneller. Mal wieder einen Schluck Kaffee zum Durchdringen. So, Fantasierassenempfehlung. Nee, die brauche ich nicht. Haben wir alle. Irische Sportpferd, die Mimi. Und ein VK. Da. So, da haben wir den Grauschecken. Neu, genau. 16%, 28.000. Wieder mal. Und wir gucken. Nee. Na, das wäre ja aber auch, ne? Bei zwei geklappten Zuchten ist es okay. Dass es hier nicht klappt. Ja, hier können wir leider wieder nichts ein. Aber wir können hier nochmal das Quiz machen. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wissenschaftsquiz. Durch das Champagner gehen. Das ist ein dominantes Allel. Ein dominantes Allel, okay. Erhalten die Pferde orangene Hufe, violette Augen oder seltene Fellfärbung? Ich würde sagen, seltene Fellfärbung. Dafür gibt es 300 Münzen. Auf welcher Ranch können im Spiel Apfelbäume wachsen? Das ist in Duville. Dafür gibt es dreimal Soja. Das Heckpferd wurde von deutschen Zoologen aufgrund dieses ausgestorbenen Tieres gezüchtet. Der Tarpan, der Dodo und der oder der Quagga. Das Tarpan. So. Was haben wir hier? Die Sternzeichenpferde. Oh. Oh, die sind so schön. Nee, kaufen will ich das nicht. 13,99, ne? Was ist das denn? Ach, der Krebs, okay. Wenn die mal irgendwann noch mal kommen würden. Das habe ich jetzt schon so oft erzählt, ne? Ich finde, die sollten hier mal neue, neue Bilder einsetzen. Haben wir hier das Peter Derby gezüchtet gehabt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ne? Dann stellen wir dieses Peter Derby mal rein. 43 von 48, okay. Hier wird es auch langsam voll. Hier müssen wir auch gleich nochmal eben einmal in die Oase reingucken. So, die stellen wir da rein.
Nee, hat nicht geklappt, okay. Dann packen wir dich da rein und machen mal ein VK davon. So. Nee, ich will doch nicht in die Box. Den kleinen schicken wir zum Trainieren, den kleinen schwarzen hier. Dass der auch keine Farbe hat, ne? Das ist echt. Hä? Ach so, huch. So, dann starten wir hier nochmal eine neue Zucht. Du benötigst 3 Freunde für eine Teamausbildung. Ja, hatte ich eigentlich. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Champ Derby. Nee, Peter Derby. Champ Derby haben wir hier. Peter Derby ist hier einmal VK. Und ein VK Stute. Irgendwo. Da. Oh, sieht so cool aus. 12%. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Nein, knapp darüber. Das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Okay, so. Dann huschen wir jetzt nochmal eben hier rein. Und schicken nochmal eben ein paar zum Trainieren. Ich glaube, da haben wir so ein paar, die wir trainieren schicken können. Ja, hier von der Konkubine und so. Ah, hier. Und das Gaia, das können wir auch zum Trainieren schicken. Ist das Stufe 1 oder 2? Ich weiß es nicht. Zeig doch mal her. Nee, Stufe 2 ist das. Ach nee, Stufe 1 war, glaube ich, das Weiße, ne? So, wen haben wir denn noch? Dream haben wir. Das müsste Kamari Stufe 2. Yes. So. Wen haben wir denn noch? Hier haben wir noch ein VK. Champ Derby. Peter Derby, nicht Champ. Ich verwechsel die beiden immer. Ich weiß gar nicht warum. Hier haben wir noch ein Milial. Das müsste dann ja Stufe 1 sein. Ja, die müsste ich auch noch mal trainieren. Galactos ist Stufe 2. Hier ist noch der Ben. Stufe 1 Konkubine. Die ist erst Level 8. Jasmin VK. Die ist auch soweit. Kasper Halloween Stufe 2. 41. Uha. Die wollen wir verkaufen. So. Wann haben wir denn noch? Da, Peach. Peach, den Namen finde ich irgendwie cool. Peach hieß doch, hieß so nicht die Tochter von dem Mammut Manfred und Ellie ach, wie hieß denn der Film noch? Ach, ich komme auf den Namen gerade nicht. Schade, fällt mir bestimmt gleich nochmal wieder ein. Ice Age, genau, von Ice Age. Da hieß die Tochter von Manny und Ellie, glaube ich, Peach. So. Das ist auch erst Level 7. Noch ein Kamari. Da haben wir noch ein paar mehr gezüchtet, ne? Oder musste ich auch ein paar mehr züchten? Da kriegte ich ja immer keinen Hengst. Oder irgendwie so war das. So. Lydia, was war das? Achso, das war die Konkubine. Stufe 1. Ne, Stufe 2. Okay. So. Was haben wir hier? Misty. Achso, das ist Kasper, ne? Kasper Stufe 3. Ah, der ist auch so mega schön, ne? Guckt euch das mal an, wie schön der glitzert. Oder sie, wie sie glitzert. Hier, Joseph. Haben wir Gaia Stufe 1. Den können wir noch trainieren. Ah, hier haben wir auch echt ein paar mehr. Ne, können wir verkaufen. Sehr schön.
Ja. Joseph können wir verkaufen. Was haben wir da jetzt für gekriegt? 33 Diamanten? Mehr nicht? Ah ne, war ja auch Stufe 1, ne? So. Sind wir denn bald durch? Ich weiß gar nicht. Die haben wir die, hier, King können wir noch. Den Stufe 1er Hengst. So. Vito ist hier noch und Mark. Gott, wie viele habe ich denn hier drin, dass ich die alle noch nicht zum Trainieren geschickt habe hier? So. Jetzt sind wir durch. Sehr schön. Hier ist noch Woody, die hässliche Stiefmutter. Eigentlich ist er gar nicht hässlich, ne? Wenn er lange Haare gehabt hätte, wäre er gar nicht hässlich gewesen. Stufe 3, ja. Schade. Das mit den Minen haben sie wirklich teilweise echt extrem versaut. So, jetzt haben wir 42 von 48. Okay, wenn wir die dann alle austrainiert haben und verkauft haben, haben wir wieder ordentlich welche. Wunderbar. So, können wir jetzt noch irgendwas? Nö, können wir nicht, ne? Nee, aber wir können noch mal hingucken. So, die Rennen. 13 Tage, 15 Stunden geht das mit den Rennen wieder. Die Kistenrennen, wann ist das vorbei? Auch in 13 Tagen. Okay. Ja. Können wir hier noch irgendwas? Ach nee, das ist verkehrt. Da wollte ich hin. Ja, Kirschen hätten wir kriegen können, ne? Kann ich die einsetzen? Moment. Kirschen. Kirschen waren in Deutschland. Jetzt will ich mal eben schnell gucken. Wenn wir die Kirschen noch eben abernten, dann würde ich noch mal gucken, was wir da Schönes kriegen, wenn wir es eintauschen. Ich habe das noch, ich glaube, ein oder zweimal habe ich das erst gemacht. Kann ich die eintauschen? Ah, Scheune ist voll. Und gehen mal schnell was verkaufen. Wir gehen hier von den Apfelkeksen. Hatten wir ja noch neue. So, habe ich jetzt genug? Eigentlich müsste ich, ne? Halt, nicht zu weit. Ach. So, jetzt. Ha, guckt euch das an. So, dann können wir kriegen. Oh, okay. 1500 Münzen, ein grün und ein von diesen blauen. Ich glaube, Opal ist das. Okay. Jetzt muss ich nochmal. Ach, in 11 Stunden und 59. Okay, das hat eine Abklingzeit. Gut zu wissen. So, bei der Dressur können wir noch mal eben ganz schnell gucken. Hatte ich da noch jemanden zum Trainieren geschickt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich hatte. Ne, ich habe nur 100 Punkte. Schade. Wieso kann ich denn. Hä? Wir nehmen mal hier mit dem Schwarzwälder teil. Ach so, ich bin ja auch im Training. Ach, Leute. Wir müssen doch hier. Deswegen konnte ich auch Sultan eben wahrscheinlich nicht auswählen. Da wollen wir doch nochmal einmal teilnehmen. Kriegen wir nochmal ein paar Punkte hier. So, eigentlich müssten wir den noch mal eben ganz schnell ankleiden. Was ziehen wir den denn an? Ich glaube, damit habe ich auch schon mal teilgenommen. Freie reiche Show. Okay. Ne, wir machen die drauf. So, noch eher was für den Kopf. Jo. Das sieht doch gut aus, oder? Großartig. Hä? Steht das da immer bei? Nee. Okay, das machen wir so. Sieht ja ein bisschen urig aus, aber egal. Wir nehmen mal eben einmal teil und gucken mal, was da so bei rumkommt. So,
wird, müssen wir eigentlich ein paar Punkte für die Anpassung bekommen. Nämlich 280, genau. So. Bin ja mal gespannt, was da am Ende so rumkommt. Achso, wir müssen Fotos machen. Das hätte ich jetzt ja fast vergessen. Dafür gibt es ja auch noch Punkte, Mensch. Oh, da hat er die Augen zu gehabt. Naja, gut. Fertig? Jawohl. So, wie viel hatten wir jetzt gehabt? 690 Punkte, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. Wir nehmen mal dieses. 100 Punkte gibt's. Sehr schön. Rang 6878. Oh Gott. Bitte deine Freunde um Likes. Ne, das machen wir dann später. Ja, gut. Da müssen wir noch ein bisschen viel üben. Ja, wahrscheinlich, weil die alle im Training auch viel, viel besser sind. Ne? Ich muss echt mal gucken, dass ich öfter teilnehme und die dann auch zum Training schicke. Und dann kriegen wir auch mehr Punkte. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.